Das nächste Kampfpaar wird erwartet und als erstes maskiert und mit seiner speziellen Show kommt hier Herodes aus Mexiko. Der mexikanische Champion, 127 Kilogramm und 1,77 Meter groß. Und jetzt erwarten wir und besonders die Zuschauer hier in der Halle in Le Pieux den EWF-Weltmeister Flash Gordon. Sie kennen ihn alle, liebe Catch-Fans. Und hier in der Halle natürlich auch. Man kennt ihn in Le Pieux, man kennt ihn in ganz Frankreich und man kennt ihn besonders natürlich hier in der Bretagne. Denn Flash Gordon ist Bretone. Und da wird das Publikum erst einmal angefeuert. Flash Gordon aus Frankreich, 89 Kilo und 1,80 Meter groß. Elegant ist er, der Weltmeister, der EWF. Und wenn er einen guten Tag hat und absolut voller Feuer ringt und gefordert wird, oh, dann kann man wirklich sehen, dass dieser Mann nicht zu Unrecht seinen Gürtel trägt. Und immer wieder kommt er mit neuen Techniken und kann vor allen Dingen einstecken. Das muss man ihm lassen. Flash Gordon mit seinem geringen Gewicht gegen wesentlich schwerere Gegner hat er immer wieder gezeigt, dass er einstecken kann, dass er ein gutes Timing hat. Und Herodes, der Mexikaner. Wir haben es vorhin gesehen, wie der kämpft. Ob er als Assistent kommt oder ob er hier in den Ring kommt als Kämpfer. Ihm ist so ziemlich alles egal. Siegen oder disqualifiziert werden. Und die Mexikaner ziehen natürlich immer eine große Show ab. Mit einigen Aktionen, die man hier in Europa sofort unterbinden sollte. Das muss man ihnen ganz einfach beibringen und ganz egal, auch wenn ein Kampf schon nach 3 Minuten hier mit einer Disqualifikation enden sollte. Aber der Referee müsste hier auch ganz, ganz hart durchgreifen. Aber erst einmal wollen die Zuschauer etwas sehen. Hier der angesetzte Wristlock. Ja, stark ist er, dieser Herodes. Nicht umsonst trägt er seit jetzt schon 5 oder 6 Jahren, fast 6 Jahren, den Gürtel eines mexikanischen Meisters. Hier die Armschleuder von Flash Gordon. Und schon ist wieder das Publikum hinter ihm. Und natürlich besonders die Damen hier in der Halle sehen ihn gerne, feuern ihn an, sind absolut seiner Meinung, ganz gleich, ob er sagt, ja, das war so, oder ob er sagt, nein, das war nicht so. Man steht hier in Frankreich voll hinter ihm. Das soll ihn nicht, soll seine Leistung nicht schmälern. Aber mit diesem Publikum ist es für ihn natürlich immer etwas leichter, seine Kämpfe zu gewinnen und besonders seine Meisterschaftskämpfe zu gewinnen, die ja oftmals unter etwas anderen Aspekten stehen. Oh, hier eine Strangulation angesetzt. Unter dem Seil durch, greift hier Herodes, nimmt den Kopf seines Gegners und drückt das Seil gegen die Halsschlagader. Gleichzeitig wohl noch mit dem Daumen ins Auge gestochen. Ja, das wird immer wieder von den Mexikanern zwischendurch gemacht. Das sieht keiner. Und hier ist Flash Gordon erst einmal ziemlich in Nöten. Und Herodes setzt nach. Jetzt wieder den Arm über das Seil gezogen. Das ist ein Armlock, ein Armschlüssel. Der Referee versucht dazwischen zu gehen, müsste es doch aber von der anderen Seite tun. Wird sogar von Herodes angegriffen. Ja, hier müsste etwas passieren schon wieder. Aber der Referee kann sich auch hier nicht richtig durchsetzen. Aber Flash kommt zurück. Ja,
Le Pieu im Nordwesten Frankreichs. Eine Ringkampfstadt. Hier wartet man darauf, dass die Ringer jeden Monat einmal herkommen, dass hier Kampfabende abgehalten werden. Ja, und hier kommt der Tackle von Herodes. Aber da ist Flash dabei und nimmt Herodes mit einem Armwurf. Noch einmal und ein Dropkick hinterher. Ja, jetzt ist Flash Gordon in guter Kampflaune, wollte ich sagen, springt aber jetzt daneben. Herodes ist zur Seite gegangen. Und Flash Gordon ist hier offensichtlich auf den Hinterkopf geprallt. Oh, das nimmt jetzt eine Wende. Dieser Kampf sieht jetzt anders aus. Der Wristlock jetzt angesetzt von Herodes. Dabei wird das Handgelenk des Gegners blockiert. Und hier kann sich Flash Gordon noch einmal wieder befreien und wirft Herodes aus dem Ring. Und jetzt holt er sich die nötige Anfeuerung vom Publikum. Und wir können vielleicht drauf warten, da geht er vielleicht hinterher. Flash Gordon, wie ich ihn kenne. Ja, nein, doch nicht. Er wartet auf seinen Gegner, dass dieser reinkommt. Und Herodes zeigt, dass er verletzt ist. Er wartet darauf, dass der Ringrichter nicht weiterzählt. Er will sich hoffentlich etwas ausruhen da draußen. Flash geht zurück zur Ringmitte. Und warte, lass den Gegner rein und attackiere ihn dann sofort wieder. Aber da ist Herodes wieder da. Und der Kopfstoß hinterher. Nein, das war ein klarer Kopfstoß. So wie ich es gesehen habe. Und Herodes lädt ihn auf und wirft Flash Gordon über das oberste Seil aus dem Ring. Geht natürlich sofort hinterher. Ihm ist das egal. Und jetzt werden beide angezählt. Er wirft Flash Gordon. Nein, zurück zum Ring. Flash Gordon hat sich verletzt. Hat sich hier die Hand verletzt und Herodes setzt natürlich nach. Oh, jetzt ist es wohl ein leichtes Spiel für ihn. Er holt sich Flash Gordon wieder, der sich hier die Hand verletzt hat. Und jetzt wird stranguliert auch noch mit dem Kabel der TV-Kameras. Das müsste eine Disqualifikation sein jetzt. Flash Gordon kann sich hier nicht befreien. Oh. Und jetzt die Projektion schon wieder. Da nimmt Herodes seinen Gegner und wirft ihn. Nein, wird selbst geworfen zum Ring. Gegen den Pfosten geworfen worden und mit dem Kopf auf den Ringboden. Flash ist noch einmal da, mobilisiert hier alle Kräfte. Und die Zuschauerinnen wollen ihm am liebsten helfen. Oh, außerhalb des Ringes tobt jetzt dieser Kampf. Und Herodes muss auch hier zu Boden. Und Flash tritt nach. Das ist alles nicht erlaubt, aber Herodes hat es mit ihm vorher genauso gemacht. Und Flash Gordon ist wieder im Ring. Angefeuert jetzt von der Jugend. Angefeuert von den Damen, vom ganzen Saal. Man will jetzt, dass Flash weitermacht. Dass er so weiterkämpft. Rücksichtslos. Oh. Und jetzt dieser Schlagabtausch. Chop. Und noch ein Chop zurück. Ja, und da kommt Herodes jetzt wieder. Und Flash mit einem Kick und vom Seil. Oh ja, das ist seine Chance, seine Spezialität. Er überspringt seinen Gegner. Nimmt ihn mit einem Kopfzug und deckt ihn ab mit 1, 2, 3. Mein Gott, ist das ein Jubel hier. Da hat er es wieder gezeigt. Die Fans stürmen hier gleich den Ring. Da sieht man's. Man ist begeistert. Das sind alles seine Anhänger. Flash Gordon
hat die kleinste Chance wieder ausgenutzt mit einer seiner Spezialitäten. Und hier sagt er es, ich habe es ihm wieder gezeigt. Habt ihr es gesehen? Und das Publikum rast. Ja, und jetzt warten wir drauf, dass sie in den Ring kommen. Ja, die jungen Damen, hier sind sie. Umarmen Flash und er nimmt sich wieder einen Jungen. Und hier sieht man es, wir werden bald mehr Kampfabende sehen, die in England und Frankreich aufgenommen wurden. Mit den Stars der CWA und den Kämpfern aus Übersee. Es wird also bald wieder beste Fights geben. Wir erwarten es hier bei Eurosport. Und gleich, meine Damen und Herren, sind wir wieder da. Bleiben Sie am Bildschirm zu einem weiteren Kampf. Eurosport.